Moin aus Berlin-Kreuzberg und damit auch zur Rollstuhlerlebnisreise Das die Ärzte Superpaket Teil 2 mit Laura aus Bückeburg. Wir waren gestern schon mal in Spandau, das Konzert war recht speziell. Guckt euch am besten dazu die letzte Folge an. Sage ich auch am Ende noch mal was dazu. Genau. Und um so ein bisschen den Punkrock kennenzulernen, haben wir uns gedacht, wir besuchen mal die Wiege des Punkrock in Berlin, Kreuzberg. So, hier sind wir angekommen an einer der Institutionen Kreuzbergs, das SO 36. Hier wurde Geschichte geschrieben, was Punk betrifft. Und Laura, was schätzt du denn, wer an Weihnachten 1981 im SO 36 gespielt hat? Wenn du mich das so fragst, dann können es nur die Ärzte gewesen sein. Nicht was? Direkt. Nee. Sagt dir Soylent Grün was? Ja, das wäre das zweite gewesen. Plan B, das wäre Plan B. Ja, Soylent Grün. Ja. Genau, die haben hier an Weihnachten 1981 eins ihrer ersten Konzerte gegeben. Seitdem hat sie ziemlich alles, was Rang und Namen hat, da drin gespielt. Das ist nicht allzu groß. Aber auf jeden Fall eine Institution, was den Punk anbetrifft in Berlin. Und haben die Ärzte auch gerade erst gespielt. Wir sind die, vor denen die Eltern immer waren. Berlin, also von Kreuzberg nach Friedrichshain. Hier haben wir die Eastside-Galerie mit den letzten Stücken der Berliner Mauer. Die wurde 1990 von verschiedenen Künstlern bemalt und da die so vollgekritzelt wurde, 2009 wieder instand gesetzt. Und jetzt gucken wir uns das mal mit Laura an. Der Wuhlheide. Wir gehen jetzt in die Parkbühne, hoffen, dass das Konzert heute, wie gesagt, ein bisschen besser wird. Hier um die Ecke ist übrigens in ungefähr einem Monat oder anderthalb finden die Special Olympics statt. Informiert euch mal darüber, das ist auf jeden Fall auch sehr interessant, das sind Top-SportlerInnen, kann man sich auf jeden Fall angucken. Hohes Niveau. Wir gucken uns jetzt die Ärzte an. Heute dann tatsächlich auch eine Band, die mich interessiert, The Ruts, beziehungsweise mittlerweile The Ruts DC aus den 80ern, alte Punkband, Dancing with the Root Boys. Ja, können die bestimmt besser singen, aber spielen glaube ich um 18 Uhr. Ich bin gespannt. I'm sorry.
echt unglaublich. Gestern, als wir wieder von dem Konzert zurückgekommen sind, sind wir auf dem Behindertenparkplatz mitten in der Nacht und dann war unser Fenster entglast. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir das wieder hinbekommen. Ja, also keine Werbung, sage ich gleich mal vorweg, aber Carglass macht uns da jetzt eine Notentglasung rein, damit wir zumindest nach Bückeburg und Hamburg kommen. Ihr wisst, wir freuen uns über Spenden und Fördermitglieder. Ist jetzt vielleicht auch einfach mal so eine passende Situation, das nochmal zu erwähnen. Ich fahre jetzt zu Carglass, lass das reparieren. Ja, dann geht's weiter. Das bei Carglass hat natürlich nicht funktioniert und jetzt improvisieren wir für die Fahrt zurück nach Hamburg mit Frischhaltefolie in doppelter bis dreifacher Ausführung. So Laura, alles hat einmal ein Ende. Ja. Dir wurde eine Rollstuhl-Erlebnisreise angeboten, versprochen. Hast du die auch bekommen? Definitiv. Auf sehr, sehr, sehr vielen Ebenen. Vielfältig, ne? Die war sehr vielfältig und ein Auf und Ab der Gefühle. Ja, aber zum Schluss kann ich nur sagen, es ist ein Auf gewesen, also jetzt für mich. Das freut uns. Du hattest also Spaß, hattest deine Helden gesehen. Oh ja. Und es hat irgendwie alles geklappt. Ja. Und jetzt fahren wir mit Frischhaltefolie umwickelten Fenster zurück nach Bückeburg. Das wird ein Riesenspaß. Ja, alles klar. Schön, dass du dabei warst. Wir haben uns gefreut. Ich habe mich auch sehr gefreut. Bis bald. Hamburg ist für alle da, Berlin auch. Jawohl. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns ein Like, abonniert den Kanal und aktiviert die Benachrichtigungsglocke. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann folgt uns bei Facebook und Instagram. Spendet immer mal wieder eine Kleinigkeit auf unseren Crowdfundings. Die sind hier unten verlinkt in der Beschreibung. Aber am allerbesten ist immer noch, ihr werdet Fördermitglied für 2,50 Euro im Monat und unterstützt uns so, dauerhaft Rollstuhlerlebnisreisen durchzuführen. Hamburg ist für alle da.